Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Heute mal aus einer etwas anderen Perspektive mit dem iPhone gefilmt. Meld mich direkt vom Schreibtisch. Heute ist der 13.06., einen Tag vor Alicante Abreise. Aus Alicante, wenn ihr ihn nicht schon gesehen habt, wird wieder reichlich geiler Content folgen. Also unbedingt abchecken, wenn dieses Video nach Alicante online geht. Weiß jetzt gar nicht, wann es online geht. Auf jeden Fall haben wir heute Donnerstag und es ist ziemlich bepackt alles. Einfach aufgrund von der Tatsache, dass, wie gesagt, morgen Reise ansteht. Aber ich freue mich wirklich schon sehr drauf, jetzt die vermutlich letzte Show der Frühjahrssaison mit der Selina. Bei mir steht heute Pooltraining an. Bin jetzt hier seit 7 ungefähr am Rechner, direkt in der Früh vorm Checkup mit der Selina, was echt cool war, weil vorm Pass und wir ein paar Probleme gefixt bekommen haben, die sich in der Peak Week jetzt aufgetan haben. Das ist immer viel Kommunikation. Und mit dieser Kommunikation dann Problemlösungen entwickeln. Da ist der Coach schlussendlich da. Für mich gibt es jetzt noch ein bisschen weiter Arbeit, dann direkt nächstes Meal und dann wahrscheinlich auch ins Training. Heute, wie gesagt, hier etwas anders. Aber ich freue mich sehr darauf, euch wieder durch diesen brutal geilen Tag mitnehmen zu dürfen mit meinem Daily. Und natürlich, wie soll es anders sein, mein Monster. Mit den letzten Check-ins vom Check-in-Vormittag. Jetzt gibt es noch ein Meal. Danach gibt es noch zwei Check-ins vom Check-in-Nachmittag quasi. Morgen steht der Reise an, das heißt, ich habe auch den einen oder anderen Check-in so ein bisschen vorverlegt, kann man schon fast sagen. Ja, jetzt noch kurz einen Call gehabt mit einer Athletin von mir, die, by the way, 7000 Kalorien isst. Sehr, sehr spannend. gerne solche Feedbacks dann gleich zu besprechen, wenn es ein Meeting mehr zu besprechen gibt. Jetzt, wie gesagt, hier noch eine Mahlzeit. Das ist eigentlich genau das gleiche Meal, wie auch die erste Mahlzeit war. Und zwar haben wir jetzt hier Himbeeren, Himmeltau, dunkle Schokolade und Vegan Designer Protein. Und da gibt es jetzt noch auch so eine Mixtur, so ein Whey Sludge drüber aus White Chocolate Pistachio. Und dann setze ich mich nochmal dazu, Check-ins, nochmal ein bisschen durchatmen danach und dann geht es dann ins Training. Ja, also versuche mir wirklich jetzt auch immer so ein bisschen Zeit einzuräumen zwischen den letzten Check-in, den ich mache, also zwischen diesem letzten Arbeitstask und dann dem eigentlichen Training, diesem Aufbrechen ins Training, einfach damit ich den Kopf ein bisschen frei habe. Ja. Nur so ein Arbeitstag kann der Kopf schon mal rauchen. Jo, der steht jetzt an. Sachen packen für Alicante muss ich mir später auch noch. Also, ihr merkt es eh, ist richtig, richtig, richtig viel zu tun, aber im positivsten Sinne ever. Und das Meal wird jetzt erstmal hier genehmigt. Und dann noch ein bisschen beladet hier ansteht. Meet me halfway on paying for the roof, so we backed out of it. Calls for missing out on $30,000. Yeah, first of all. So, ich bin jetzt hier direkt vom Gym. Hat sich jetzt alles, wie eigentlich jeden Donnerstag, ein bisschen verzögert. Wir haben 13:30 Uhr. Pre war jetzt um 12 ungefähr. Dementsprechend gehen wir jetzt rein. Wir haben heute eine Pool-Session am Programm. Bizeps, Rücken, Hamstrings, Glutes, das schauen wir uns jetzt an. Und jetzt hier noch die letzten Nachrichten beantwortet, Pre-Session, damit sich das auch nicht so während dem Training akkumuliert. Direkt vor dem Training, direkt nach dem Training Nachrichten beantworten. Und dann haben wir das mal noch weg. Und somit kann ich mich jetzt voll und ganz aufs Training konzentrieren. Also Musik rein und Abfahrt, meine Lieben. Abfahrt. Wie jedes Pooltraining eigentlich. Jetzt hier gestartet mit zwei Sätzen für den Bizeps isoliert. MTS Preacher ist so eine Maschine, die sich bei mir sehr, sehr gut anfühlt in Bezug auf Schulter und Ellbogen. Bei mir immer so
zwei Problemzonen sind. Und das sind auch teilweise Probleme, unter Anführungszeichen, die hochfrequentes Training mitbringen kann, wenn es nicht sinnvoll gestaltet ist. Deswegen, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr macht, Regenerationskapazitäten nicht top-notch sind, vor allem jetzt passiver Strukturen bedingt etc., dann bitte pass auf mit Dinge sehr, sehr häufig trainieren. Ja? Vor allem jetzt in meinem Fall, wo am Anfang vom Pull-Training halt Bizeps ist und am Anfang vom Push-Training halt Trizeps ist. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber gut, dementsprechend wird der Ellbogen beispielsweise sehr, sehr hart hergerissen. Das immer und immer wieder. Und jetzt gehen wir rein nach einer Hammer-Curl-Variation. Das waren jetzt hier die zwei Sätze Single Arm, Dumbbell, Hammer Preacher, also mit aufgelegten Ellbogen. Fällt mir tatsächlich ganz gut, das ist der Tipp, den ich hier vom Fabi bekommen habe. Er war vorher ganz normale Single Arm, Dumbbell, Hammer Curls gemacht. Ja, ich bin noch so ein bisschen am herumprobieren. Ich mag normale Single Arm, Dumbbell, Hammer Curls doch sehr, sehr gerne, aber Arme fühlen sich nach diesen beiden Übungen, jetzt in Kombination vor allem, mal sehr stimuliert an, wenn es hier weitergeht zu einer Pull-Down-Variation. Und aufgrund der Tatsache, dass der Kabelturm, den man sonst benutzt, immer besetzt ist, die Bank auch. Jetzt hier in die Hammer Strength gehen, ist ja auch cool, dass ihr immer was anderes seht, ein anderes Übungs-Setup. Normalerweise würde diese Session hier ein Dust-Gym machen, dann auch. Ja, es ist nicht so leicht, ist nicht optimal. Immer in einem anderen Gym, in jeder andere Übung, in jeder anderen Kabelturm. Aber man muss mit dem arbeiten, dem man arbeiten kann. Dementsprechend jetzt fühlt sich auch in der Schulter ganz gut an. Die Kabelvariante ja oftmals in der Schulter ein bisschen achy. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal hier an, in dem Setting. Thank you.
Also was ich schon ziemlich geil finde, ist diesen kleinen Mindset-Shift im Training tatsächlich. Dinge noch unilateral zu machen, weil ich habe so das Gefühl, dass sie dadurch insgesamt weniger braucht. Ja, man möge meinen, so, okay, jetzt mache ich alles unilateral, jetzt brauche ich im Training viel mehr. Schaut es dann so aus, dass diese Sätze, die du machst, wesentlich stimulativer sind, wesentlich stimulativer. Und ich habe so das Gefühl, ich mache da zwei Sätze, haben es schon gehört, unilateral jetzt. Und die sind so unfassbar produktiv, wie davor drei, vier Sätze. Es ist richtig, richtig crazy, aber es zahlt sich aus, offen zu sein für Neues. Ja, bevor ich diese Sachen natürlich dann 1:1 auf Athleten und Athletinnen anwende, ist ja auch sehr situationsspezifisch. Also für andere Leute wird das vielleicht nicht so gut funktionieren, aber da will ich es zunächst mal selbst testen, eine Zeit lang. Ja, ist jetzt da der erste oder mehr oder weniger der zweite Trainingsblock, wo ich so viele Dinge unilateral mache. Ja. Und all diese Dinge sind jetzt halt neu. Meinen, dass die Cable Hyper Extension so a pain in the ass ist zum Setupen. Stimmt eigentlich gar nicht. Also ihr seht sie, ist relativ simpel hier. Einfach hier. Bei den meisten Hyper Extensions hat man auch ein paar Probleme, weil kein Kabel irgendwie erreichbar ist. Ist halt geschissen, aber das wollen wir jetzt. Auf jeden Fall, inzwischen jetzt eine meiner liebsten Variationen. Jetzt so, genau. Ein bisschen mehr Hamstrings. Natürlich wird auch noch Cardio gemacht. Jetzt im Nachhinein 20 Minuten. Das letzte Mal für diese Woche, dass es morgen nach Alicante geht. Jetzt heimfahren, beziehungsweise zuerst noch was einkaufen für auf Post-Workout. Heimfahren, dann geht die Arbeit weiter, Sachen packen, Dinge im Hölligen, organisatorisches. Dann geht es morgen ab. Das Abriss, meine Lieben. Signing off now. So, ich sag's euch, das war jetzt noch ein sehr, sehr wilder Ritt mit Sachen packen, jetzt noch die ganze Arbeit erledigen, mit allem, was ansteht und. Oida, ja, wir haben jetzt 18.30 Uhr, jetzt noch ein Primo-Walk, rasieren, frisch machen, duschen gehen, ich war tatsächlich nach Training nicht duschen, das ist eigentlich so räudig mit Cardio und, na, also heute ist wild. Dann noch ein Meal, letztes Meal mit der Melle genießen. Und dann sehen wir uns in Alicante oder, wie gesagt, Videos sind vielleicht schon online. We'll see. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace. Gute Tage.